Hallo Freunde, hier ist wieder euer Hans. Und ja, endlich schneit es in PUBG, denn wie ich euch bereits versprochen hatte, die PDS-Server sind da und sie bringen Y-Candy mit. V-Candy oder Y-Candy, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Sucht euch aus, wir nennen es einfach V-Candy und dann passt das schon. Und jetzt erstmal vorab eine wichtige Sache, auf die wahrscheinlich jeder von euch da draußen gewartet hat, der eine Xbox One X besitzt, genauso wie ich auch. Denn nur auf der Xbox One X könnt ihr jetzt eine Grafikeinstellung vornehmen. Was das genau ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe dafür jetzt mal meine Kamera ausgestellt, weil ich sonst genau diese Einstellung verdecken würde. Ihr müsst auf jeden Fall in die Einstellungen. Unter den Einstellungen wechselt ihr dann ganz nach rechts mit RB auf die Grafik. Und ihr habt jetzt hier unten einen sogenannten Grafik-Mode, den ihr einstellen könnt. Hier ist es zum Beispiel so, ihr könnt hier auf Framerate umstellen oder ihr sagt, nein, ich möchte die höchstmögliche Auflösung haben, dann müsst ihr auf den Resolution Mode gehen. Also ihr könnt einmal Resolution wählen oder halt Framerate. Wenn ihr Framerate wählt, habt ihr automatisch eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel. Solltet ihr den Resolution Mode wählen, dann habt ihr eine Auflösung von 3840 mal 2160. Ich entscheide mich für den Framerate Modus. Ganz einfach aus dem Grund, lieber etwas weniger Grafik, also weniger Details, dafür stabile Frames. So, da bin ich wieder. Kommen wir zu den weiteren Neuigkeiten. Es gibt sehr viel, was geändert wurde. Zum Beispiel ist es auf V-Candy so, dass der Shrink, sprich der erste Circle, also die erste Zone, etwas kleiner ist als auf allen anderen Maps. Bevor ich es vergesse, der Download hatte eine Größe von 19,34 GB. Damit nicht wieder jemand sagt, hast du nicht gesagt. Kommen wir ganz kurz zum Dreierhelm und zur Dreierweste. Hier ist es nämlich so, auf V-Candy spawnen nämlich wieder Dreierhelme ganz normal in den Häusern oder auf den Lootplätzen, die ihr quasi so vorfinden werdet. Genauso wie Dreierwesten werden häufiger gespawnt. Das heißt, die Spawnrate ist hier auf V-Candy auf jeden Fall höher. Das heißt, ihr könnt mehr Dreierwesten finden und auf jeden Fall auch Dreierhelme. Des Weiteren gibt es jetzt hier die G36C auf V-Candy. Des Weiteren haben wir die Scorpion. Ich werde jetzt gleich mal schnell ein Spiel starten, um dann zu gucken, dass wir direkt mal diese Waffe schnell finden, damit ich euch sie ganz kurz zeigen kann. Im Wartebereich habt ihr jetzt hier Schneebälle, die ihr quasi verteilen könnt. Ja, seht ihr hier, könnt ihr ein bisschen rumwerfen mit Schneebällen. Könnt ihr die anderen einseifen mit Schnee. So, ich habe ja V-Candy schon auf dem PC gespielt. Muss sagen, ich bin positiv überrascht über diese Map. Sie gefällt mir richtig gut. Eine von den besten Maps. Ja, neben Miramar, die mir auch sehr gut gefällt, finde ich V-Candy mit die beste Map. Übrigens gibt es hier im Loot Drop auch einen weißen Schneegulli. Also das heißt, ihr könnt dann hier sehr gut getarnt euch in den Schnee schmeißen. So, ich werde jetzt mal ein bisschen weiter abseits mich natürlich abwerfen, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich euch ja ein paar Dinge zeigen möchte. Für alle, die meine Streams schauen und da auch jetzt schon gesehen haben, dass auf dem PC ein neues Fallschirmsystem existiert, das ist hier noch nicht implementiert. Erste Sache, die ich euch gerade zeigen möchte, hier bin ich gerade langgelaufen und ihr seht es, ich hinterlasse Fußabdrücke. Diese Fußabdrücke sollen allerdings nach 15 Minuten, glaube ich, sollen die verschwinden. Das heißt also, man wird auf jeden Fall sehen, wenn hier jemand gewesen ist. Man kann im Schnee danach schauen, ob da jemand war. Also schaut einfach mal öfters in den Schnee, ob da schon jemand rumgelaufen ist. So Freunde, die G36C habe ich schon mal gefunden. Die ist jetzt hier, habe ich gerade in der Hand. Da könnt ihr sehen, habe auch einen Rotpunkt drauf. Ich würde euch mit der Waffe auf jeden Fall raten, wenn ihr, sag ich mal, ohne Aufsätze damit schießt, dann geht auf jeden Fall immer in die Hocke. Also ich habe einfach das Gefühl, dass sie in der Hocke wesentlich ruhiger ist wie fast jede andere Waffe, aber im Stand, also wenn ihr quasi steht oder sogar im Laufen seid und damit schießt, dann ist das echt eine Qual. Also ich persönlich finde sie sehr, sehr gut. Muss halt jeder für sich selber mal austesten und checken. Also auf Long Range ist sie nicht so toll, aber im Nahkampf oder halt auf mittlerer Distanz mit einem Zweier-, Dreier- oder auch Vierfach-Scope ist die schon relativ gut. So, ich versuche jetzt noch eine Scorpion zu finden, damit ich die euch ebenfalls noch zeigen kann. Und dann melde ich mich zurück.
Eben hatte ich es noch angesprochen, das ist jetzt ungefähr das zweite kleine Dorf, was ich gerade anlaufe. Und hier liegt bereits wieder eine Dreierweste und ich selbst habe auch schon eine Dreierweste an. So Freunde, endlich habe ich die Mikro-Uzi auch gefunden. Diese spawnt auch überall eigentlich, aber sie war jetzt recht schwer zu finden. Das ist auf jeden Fall die Mikro-Uzi. Hier könnt ihr auch ein erweitertes Mag noch dran machen, dann hat sie 40 Schuss und sie belegt einen Pistolenslot. Ist natürlich richtig crazy nice. So Freunde, die wichtigsten Waffen habe ich euch gezeigt. Wie gesagt, alle weiteren Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung, also die Links dazu, wo ihr quasi die ganzen, ich sag mal, die ganzen Patchnotes nachlesen könnt, weil Bugfixes gab es auch jede Menge. Und aber das Wichtige für euch, Xbox One X-Besitzer, ihr könnt jetzt quasi zwischen 2560x1440 wählen oder halt in 4K. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal perfekt. Ich hoffe, dass man natürlich auch was davon merkt. Ich konnte jetzt in meiner kurzen Spielzeit natürlich nichts großartig davon jetzt beeinflussend merken. Das werde ich dann wahrscheinlich erst in den kommenden Tagen merken. So, ich hoffe, diese Info war euch wieder hilfreich. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ihr wisst, wie es läuft. Und dann danke ich euch natürlich wieder immer fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen, Mittag oder Abend. Oder wenn du jetzt zu Bett gehst, eine gute Nacht. Euer Hans ist raus. Cheers.